Bei uns hat es gerade geregnet. So, Tachchen, ihr Lieben. Ich werde heute mal ein bisschen spezifischer reingehen und zwar für die Zuschauer, die vielleicht sich schon getroffen haben mit jemandem, ob Mann oder Frau, spielt gar keine Rolle. Wo es jetzt aber so ein bisschen im Stehen bleibt, im Stillstand, wo man sich auch nicht traut nachzufragen oder man kriegt die Antwort nicht. Ich bin ja sowieso, oh, jetzt kommt wieder der Realist. Ich bin sowieso aber so einfach fragen, eine Antwort bekommen, wenn man eine Antwort bekommt, die akzeptieren. Nicht betteln, nicht rumwurschteln, warum, wieso, weshalb, willst du nicht, kannst du nicht. Wenn man eine Antwort bekommt, so würde ich dann wieder ticken, dann okay, nehme ich in Kauf. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man gar nicht mehr nachfragen kann, warum ist irgendwas auseinandergegangen, warum hat sich jemand zurückgezogen, sowas alles, ja. Das ist jetzt wirklich nur für die Menschen, die ihren Herzmenschen irgendwie noch nicht so direkt an sich haben, sondern vielleicht in der Kennenlernphase haben, eine schöne Zeit gehabt haben und da dann so ein Schlussstrich auf einmal kommt und ihr steht einfach da und wisst nicht so, na hoppla die Waldfee, ach nee, habe ich gerade gespuckt. Holla die Waldfee, passt ja auch zum Spucker. Ich entschuldige mich, ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe mir die Hose angerotzt. Ich sehe es gerade. Entschuldigung, feuchte Aussprache, turbulent feucht, vielleicht ging es auch so ab. Wir gucken jetzt einfach mal, wir lassen den Quatsch und gehen mit der Engelskarte. Ein Tacken Schlagwort für dein Herzensmensch rein. Was könnte los sein? Warum meldet sich jemand nicht bei dir? Warum hat man sich so ein bisschen entfremdet, zurückgezogen? Blockade oder Blockierung muss jetzt nicht unbedingt sein. Kann aber dazu zählen. Über WhatsApp oder ein Messenger oder ist ja heutzutage schon fast normal. Heute gibt es nicht mehr Briefe schreiben, ne? Oder irgendwie andere Kommunikation. Also müssen wir das alles mit reinnehmen. Vielleicht nicht blockiert und trotzdem schreibt keiner. Und ihr wundert euch nur und denkt euch so, hä, was habe ich getan? Bei ihm kommt, erschaffe deine Wirklichkeit. Kann sein, dass ihr euch in einer Phase zu einem schlechten Zeitpunkt kennengelernt habt, wo man einfach die Lockerheit, die Leichtigkeit gelebt hat. Natürlich hat man dann in dir was gefunden, was ganz Besonderes, was man haben wollte, wertschätzte in dieser Zeit. Aber jetzt ist er oder sie gerade in deinem Gegenüber, ja, oder in deinem Gegenüber, dein Gegenüber ist in der Wirklichkeit. Dieser Mensch hat jetzt gerade zu tun, eine neue Seite vielleicht zu manifestieren oder sich selbst irgendwie Wege zu bilden, wo man gerne lang möchte. Vielleicht kannst du dich an irgendeinen Prozess erinnern, wo dir dieser Mensch auch sehr chaotisch durcheinander bei den Treffen vorkam, eventuell, ja. Verstreut meine ich jetzt nicht so, wie ich, wenn ich manchmal irgendwie Blödsinn mache, sondern dass man nicht viel aus den Menschen rausbekommen hat, aber große Pläne irgendwie erschaffen wollte mit dir, ja. Das war dann immer so ein Raus, Offenheit und dann auch wieder in den Rückzug und du hast sehr wenig davon gesehen, was man dir vielleicht präsentiert hat oder was man mit dir so erschaffen wollte. Und hier ist, wenn es stimmt, nichts Positives und nichts Negatives bitte mit rausnehmen, wenn ihr jetzt überhaupt nicht in Verbindung geht, ja. Auch hier wieder wie ein Lied, ein Songtext, der euch berührt, euch an irgendwas erinnert. Der Text ist knallhart auf euch geschrieben, so sind die Legungen hier bei mir. Wenn ihr euch in meinem Text, der Gott sei Dank nicht gesungen wird, nicht wiederfindet, dann bitte alles hier drin lassen in dem Video und später vielleicht nochmal reinschalten, würde mich freuen. Aber für alle die jetzt hier so ein Empfinden mitkriegen, ja, es waren große Pläne, auch Lobigungen, ja, du bist jetzt hier nicht der Hund im Spiel, aber dieses Fishing for Compliments, dieses Mensch, du siehst aber gut aus. Also man hat dir schon Komplimente gemacht, ob Mann oder Frau, ist ja ganz egal. Ich finde auch, wir Frauen sollten darauf nicht verzichten, Männern Komplimente zu machen. Ne? Oftmals ist ja die Gesellschaft so gestrickt, dass man immer erwartet. Aber man kann auch mal Komplimente an die Männer zurückgeben, die freuen sich nämlich auch.
Denke ich schon. Vielleicht können sie nicht ganz so damit umgehen. Ich übrigens auch nicht. Aber es ist wichtig, dass beide Seiten sich damit schmücken und ein bisschen Kekse gegenseitig geben, ja. Aber hier ist jemand, der ist jetzt gerade in seiner Energie, die Wirklichkeit zu erschaffen, sich in der Realität zu befinden. Vielleicht hattet ihr es mit jemandem zu tun, der wirklich nicht so realitätsnah war, sehr, sehr weltfremd vielleicht oftmals und trotzdem hatte da irgendwas für euch, ja. Natürlich kann es auch ein knallharter Realist gewesen sein, der sich selber verfahren hat in seiner Strecke oder auf seinen vielen Strecken, die er bewerkstelligen muss. Das ist jetzt zuerst so mal der Kern, warum sich hier jemand zurückgezogen hat von dir. Gut, da kannst du jetzt nicht sagen, gehe ich voll in Resonanz, sondern ich sage dir jetzt erstmal die Energie, die zum späteren Zeitpunkt auf deine Resonanz zutreffen könnte, auf dein Gegenüber, ja. Deswegen sage ich, was alles so beim Date oder in der Kennenlernphase oder in den Phasen überhaupt so gekommen ist. Ich spüre hier auch, es war nicht so dieses, ich habe ihn ganz für mich, sondern ihr hattet so eine Phase, wo du froh warst, ein paar Stücke zu bekommen von diesem Menschen, obwohl du vielleicht von Anfang an dir hättest mehr gewünscht. Aber dir hat es schon gereicht, wenn du so einen kleinen Knochen bekommen hast, ja, das hat dich schon gefreut, denn es gibt ja auch zwischenmenschliche Beziehungen, da wird man überschüttet mit Loben oder Komplimenten. Das war hier so ein Typ nicht. Da hat es sich wirklich immer gefreut, wenn es so gekommen ist, ja. Miranda, wenn es so gekommen ist. Ja, jemand auf jeden Fall, wo ihr immer das Gefühl hattet, schon fast innerlich hinterherrennen zu müssen oder ihr habt auch sehr darauf gewartet, dass irgendwas kommt. Ein geheimnisvoller, interessanter Mensch dein Gegenüber. Vielleicht kommst du dann ein bisschen besser mit in Resonanz. Wir gucken jetzt mal für dich. Wie geht's dir gerade? Was war das denn? Voll der Hacker. Ist übrigens der Day-Modus heute, ne? Wie man sieht. Wir haben Licht, obwohl es schon ein bisschen später ist. Nein, vier auf einmal können wir nicht nehmen. Wie geht es dir denn gerade? Ich versuche auch heute mal die Legung ein bisschen kürzer zu halten. Das ist ja ausgeartet gestern. Oder war es vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie geht es dir? Ey, danke übrigens, ich muss stoppen. Für die 3000 Abonnenten, die wurden geknackt. Ich freue mich voll. Mir ist es eigentlich scheißegal, ja, die Abonnentenzahl, jetzt könnte alle wieder weggehen. So war es nicht gemeint. Aber Sinn und Zweck, man hat nichts von den Abonnenten. Ist einfach nur eine Illusion für jeden, der auf den Kanal geht. Ja, das ist erstmal so, boah, der muss aber groß sein, der muss aber toll sein. Umso größer die Zahl, desto bessere Anerkennung für den Menschen. Absoluter Schrott. Es kommt da wirklich auf die Klickzahlen der Videos an. Wie weit erreichst du denn das Publikum mit den Klickzahlen? Und trotzdem an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat, weil er eben nichts verpassen will. Dankeschön. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also, als ich den Kanal hier mit den Karten gefüllt habe, habe ich nicht gedacht, dass es so ankommt. Weil ich wirklich dachte, ach Mensch, gibt schon so viel und vielleicht nimmt man mir das auch nicht ab, dass man so eine Energie spürt, verspürt, weil ich ja von der Type auch eine ganz andere bin. Da gingen mir so einige Sachen durch den Kopf und ich dachte mir, ach komm, mach doch, probier doch einfach, ja. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr aber wieder Hauptattraktion, aber ich wollte es nicht vergessen, dass ich mich voll freue. Lieben, lieben Dank. So, in was für einer Energie steckst du jetzt hier gerade drin, damit auch du ein bisschen enger und tiefer in die Energie hier so ein bisschen mitschwingen kannst? Du hast gar keine. Du weißt gerade nicht, was du davon halten sollst, von dem ganzen Prozess. Sollst du nicht? Hat er dir was verschwiegen? Hat er nicht? War das nur ein Spiel? Es fühlte sich alles sehr ernst an. Du hast schon Pläne geschmiedet. Hat man dir auch versprochen? Naja, dann nehmen wir die drei. Entschuldigung. Ich möchte hier ordentlich was vorlesen. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass man mir hier die Stimme wegziehen will. Überschlafen. Also wirklich Zeit lassen bei deinen Sachen, die du verarbeitest. Nicht emotional zu stark handeln. Ja, überschlafen ist für mich auch ein gutes Schlagwort. Solltest du Kontakte haben, dann bitte nicht jemanden überschütten.
mit den Sachen, sondern wirklich mal abwarten. Ja, man kann ja was senden, Kommunikation ist stark und was Besseres gibt es einfach nicht, um sich sicher zu sein. Man muss es nur auch akzeptieren, wenn Antworten kommen, ne? Sollte deins in die Leere gehen, dann überschlafe zum Beispiel so eine Aktion mit nicht nächsten Tag nochmal. Hast du es nicht gesehen? Hast du es übersehen? Warum antwortest du nicht? Du weißt, es ist mit großer Wahrscheinlichkeit angekommen. Überschlaf deine Aktion, die du vor Emotionen machst. Ja, du kannst da natürlich nichts für. Dir fehlt das und du willst das wissen. Du willst nicht diese Ungewissheit erleben. Alles schön und gut. Hier steht loslassen. Das könnte auch noch so ein Zeichen sein, dass dir das total im Kopf einfach liegt. Entschuldigung, ihr kennt das ja schon, ne? Stimme. Danke. Bist du ganz bei dir? Ja, also ihr habt überschlafen, wirklich immer nachdenken, bevor ihr jeden Schritt macht. In diesem Fall doch überlegt da, ja, ihr seid hier noch keine Verbindung bei mir, also ein Paar jetzt momentan. Überdenken, überschlafen, ja. Loslassen. Das ist deins, wo du gerade drin steckst und du hast auch noch eben dieses, bist du ganz bei dir? Also bist du wirklich bei dir oder ist es nur das Gefühl, nicht gewollt zu sein? Das Gefühl, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, das Gefühl der Ablehnung nicht zu spüren oder überhaupt Ablehnung ist bei manchen, ja, ist mir egal und bei manchen wirklich so. Pff, Schlimmstes, ja? Wie kann man mich ablehnen? Ich komme darauf nicht klar. Und manche werden dann richtig, die verlieren sich, die stecken im Teufelskreis, ja? Das sage ich nicht, weil ich das gerade empfinde, sondern weil ich es auch kenne von anderen. Aber die rattern dann richtig los und finden dann kein Ende mehr. Also bitte überdenken. Ja, da läuft die Energie auch draußen. Überdenken, loslassen ist in der einen Seite und auf der anderen Seite auch noch, bist du eigentlich ganz bei dir? Also geh mal richtig in dich, ja? So, wir gucken jetzt mal, was könnte bei deinem Herzmenschen sein, Mann oder Frau? Ich probiere es sachlich zu sagen, damit jeder hier mitkommt. Was hat denn dein Herzensmensch gedacht, als er dich gesehen hat? Jetzt frage ich mal spezieller. Dein Herzensmensch hat Folgendes gedacht, als er dich gesehen hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, woher soll ich denn das wissen, du Dummkuh? Aber ihr hättet es ja vielleicht spüren können oder vielleicht wurde es euch erzählt, was man so im ersten Moment dachte, das findet man ja immer interessant. Ne? Ich habe voll Schiss, die Karte umzudrehen. Oh, man dachte von euch geheimnisvoll, ja? Ihr seid jemand, der doch nicht so viel von sich preisgegeben hat. Da dachte man wortwörtlich, das ist eine Erleuchtung, du. Diese Person muss ich knacken. Diese Person ist interessant, diese Person ist kein offenes Buch. Finde ich schon mal sehr, sehr ansprechend, angenehm, wenn Leute sehr interessant sind und dein Gegenüber zu tun hat. Es ist auf lange Sicht sehr interessant, ja, was man aus Menschen immer wieder rauskriegt, ohne in 5 Stunden zu wissen, wer vor dir sitzt, ja. Also eine geheimnisvolle Person, was hast du gedacht? Ob Mann oder Frau, ja, du fandest sie jemand sehr attraktiv, sehr anziehend, attraktiv, sexuell attraktiv. Du hast dir bei den Treffen, ich weiß jetzt nicht beim ersten Blick, doch, das kann auch sein. Es können Düfte sein, ein Ausdruck, ja. Fandest du klasse, fandest du sexy, attraktiv, Leidenschaft pur. Wir reden hier nicht beim ersten Treffen, was man gedacht hat von Liebe. Kann ja gar nicht sein, ja? Auch wenn es vielleicht für einige Liebe auf den ersten Blick gibt. Also ich rede jetzt nicht von mir. Aber Liebe wächst meines Erachtens nach. Nur du, ob Mann oder Frau, hast da wirklich sehr leidenschaftliche Seiten an deinem Gegenüber gefunden und dein Gegenüber fand dich total interessant, geheimnisvoll.
Was noch? Was hat man noch gedacht, als man sich vielleicht öfter getroffen hat oder geschrieben hat, ein Foto gesehen hat? Also, was beinhalten jetzt diese Karten, ja? Als man sich mit dir unterhalten hat, hat man folgendes gefühlt. Hier unterhalten sich zwei Menschen, ja? Hier ging wohl etwas bei deinem Gegenüber die Meinung auseinander, was ja nicht schlecht ist. Aber man hat hier so festgestellt, wir sind nicht komplett gleich, ja? Da hat man gemerkt, sie oder er geht in eine andere Richtung, dein Gegenüber. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja absolut super. Da muss man eben probieren, eine Einigung, einen Weg zu finden mit dem Arkanum der Wagen, ja? Ist ja schon herrlich. Dein Gegenüber hat bis jetzt zwei Arkana. Den Eremiten, geheimnisvoll fand er oder findet er dich. Und hier so, ja, da müssen wir zusammenkommen, ja? Da, also das war schon im Kopf, da müssen wir zusammenkommen. So, was hast du für dein Gegenüber, damit du auch hundertprozentig weißt oder 80%, dass das für dich so ist? Was hast du denn gedacht, als du ihn sprechen hören hast oder hast sprechen hören? Nicht, dass du jetzt völlig angeekelt warst. Oh, ich habe sie gesehen, welche geflogen ist. Ihr wisst, bei mir fliegen die ja meistens immer wirklich komplett ungedeckt. Oh, sehr vielversprechend. Also hatte ich auch aus den Socken gehauen, ja? Krachend. Du warst baff. Du warst von deinem Gegenüber wirklich sehr amused, sehr überzeugend, ein überzeugender gegen ein überzeugendes Gegenüber, ja? Hast du das Gefühl? Der hat eine Macht, der hat eine Kraft auf dich, der bewirkt irgendwie was, ja? Die Energie von deinem Gegenüber hat es dir völlig angetan, ja? Und deswegen auch dieses Sex-Appeal, was du in dem dann siehst, ist ja interessant. Konnte man sich hier eine Zukunft mit dir weiterhin vorstellen? Hier geht es nicht darum, wie lange ihr euch getroffen habt, zusammen wart oder auch wenn ihr jetzt getrennt seid. Generell hat man ja so einen Impuls, will man den Menschen weiterhin treffen oder nicht. Ich treffe mich ja nicht mit einem Menschen, wenn er mir völlig unsympathisch ist. Ihr seht es schon, ne? Dann lassen wir die raus. Wusste man nicht. Man hat es auf sich zukommen lassen, ja? Ist für mich jetzt auch, hier liegt auf jeden Fall dein Gegenüber, der nicht zuvoreilig entscheidet, der macht sich Gedanken. Erschaffe deine Wirklichkeit, passt da auch ganz prima zu, in welcher Energie er sich jetzt oder sie sich jetzt gerade befindet. Er, sie ließ es auf sich zukommen, also ohne Druck. Natürlich, da waren positive Gedanken bei und aber nicht überstürzt, ja. Dich auf der Seite, wenn man sich das anguckt, hat es schon mehr weggeballert. Muss ich ehrlich zugeben. Ihr seht das bestimmt auch. Dich hat es einfach zu sehr weggeballert. Schon fast wirklich so, wow. Ja, oder wurde mit jedem Mal interessanter, dass du gar nicht mehr weggekommen bist. Wir gucken mal jetzt in die aktuelle Lage bei deinem Gegenüber. Jetzt hast du erstmal so ein paar Inhaltspunkte, wie man von dir gedacht hat, denken könnte, damit du ein bisschen in Verbindung hier reingehen kannst. Er erschafft oder sie erschafft sich jetzt eine Wirklichkeit. Sortiert hier gerade ein Leben, einen Weg, hat irgendwie eine Baustelle zu erledigen, ja? Warum kommt es, dass hier gerade so ein Rückzug bei deinem Gegenüber ist? Was könnte da los sein? Mit diesem erschaffe deine Wirklichkeit. Um was geht's da? Vielleicht kennt ihr ja auch ein paar Auszüge aus dem Leben deines Gegenübers. Wäre ja schon schön, aber worum geht es, dass man sich hier so ein bisschen zurückzieht oder du das Gefühl hast, man hätte Desinteresse an dir oder hat um Ruhe gebeten oder um eine Pause, irgendwie so Ansätze, ja? Erstmal ein Cut oder kurze Sätze wie ich kann nicht weitermachen, geht nicht. Falsche Zeit, falscher Zeitpunkt.
Lass uns gucken. Nehmen wir das. Okay, hier steckt jemand im Teufelskreis und denkt nach. Hier sortiert wirklich jemand. Ich kenne die Hintergrundgeschichte auch nicht. Ja, ich könnte drauf liegen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen angebracht wäre, auf jemand zu legen, wie die Zukunft aussehen könnte, ob man hier vergeben ist. Das kann natürlich alles sein und im besten Fall wisst ihr das am besten. Ja, da braucht ihr mich nicht für und ich brauche euch auch nicht in die Irre führen und euren Schmerz hier noch fördern, indem ich sage, oh, hier liegt eine Frau oder hier, das ist seine Frau oder ihr Mann, ja, mache ich jetzt erstmal nicht. Ich sage es verallgemeinert, hier befindet sich jemand im absoluten Chaos, ja. Absolut. Die beiden sind zusammen rausgefallen. Man überarbeitet sich selbst. Auch hier erschaffe deine Wirklichkeit, aber man weiß momentan in der aktuellen Energie nicht wie. Man hängt hier an irgendwas fest, man hängt irgendwo drin. Man kommt hier nicht weg und versucht sich zu beruhigen, schon fast zu beruhigen und sich selbst so die Entspannung zu geben, wird schon. Kommt Zeit, kommt Rat. Es wird aber hier nicht großartig gehandelt, sondern das ist jetzt die negative, in Anführungsstrichen, Energie für dein Gegenüber, warum das gerade so blocken könnte. Hier macht man ja nichts. Man probiert und ja, man hofft vielleicht auch zu sehr, versucht alles zu überschlafen, dass das, was dir geraten wurde, langsam anzugehen, aber man muss sie irgendwie aus irgendeiner Situation, aus irgendeiner Co-Abhängigkeit, Abhängigkeit, ihr wisst das. Egal welche Abhängigkeit, auch für Einnahmen und, oder Bindung oder hier geht es einfach jemand momentan nicht gut, um mit dir hier einen Kontakt aufzubauen, weil man sich ja einfach nicht wohlfühlt. Derjenige kann nicht abschalten, wenn man mit dir am Tisch sitzen würde, hätte vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man einfach launisch von der Unterhaltung und von dem, wie du diese Person kennengelernt hast, dir das Wasser jetzt gerade nicht reichen könnte. Ja? Hier möchte irgendwie jemand, dass man einfach auch so bleibt in Erinnerung, wie du denjenigen wahrgenommen hast beim Treffen oder bei den generellen Treffen. Hier möchte man mit seiner Schwere dir einfach auch nicht so weiterhin. Vielleicht sind da schon so einzelne schwere Sachen rübergekommen, wo man sich dann gesagt hat, was kannst denn du jetzt dafür? Hier möchte man sich einfach selbst und dich so ein bisschen schützen, ja? Egal in welcher Situation jetzt jemand so Blockaden und ein paar Hürden hier bewältigen muss. Was machst du denn in deiner aktuellen Energie hier gerade? Also er befindet sich im Teufelskreis. Im wahrsten Sinne des Wortes und hat auch das Gefühl, dass er da nicht so wirklich rauskommt. Vier der Schwerter kann zu einer Lösung führen, aber erschaffe deine Wirklichkeit ist ja als dieser Tag vom ersten Mal auch sehr stark. Ne? Hier muss man erstmal ankommen, was man denn wirklich möchte. Und da liegt der so drin, ja. Ach, du denkst immer noch so. Ach Mann, du hast die Person als Königin der Kelche kennengelernt, mit den Eigenschaften als Mann oder Frau oder gleichgeschlechtlich, wie auch immer, für wen ihr guckt. Und aktuell ist das immer noch so. Dieses charmante, fast schon das, was ich nicht haben kann, süchtige Empfinden, Sehnsucht. Starke Anziehungskraft, dieses auch Kerl oder völlig, wenn man von einer Frau von den Socken gehauen ist, ja, diese Ausstrahlung, Charisma, sagen wir es mal so, das ist die aktuelle Energie, in der du dich befindest. Du denkst einfach immer noch, du hast dieses Band, ja, du hast dieses Gefühl, dieses Band in dem Teufelskreis, wo dein Gegenüber hier drin sitzt, befindest du dich automatisch auch. Der hat dich so durch die Energie mit rübergenommen. Er sitzt hier aber auch mit drin und noch woanders, ja? Dann gucken wir mal noch. Was hast du denn noch? Nee, da hat es wieder jemand gut gemeint.
Und dann ist das Lustige, wenn viele Karten rausfallen, sind sie alle umgedreht. Und die, die ich dann brauche, die mir dann zufallen, die sind immer meistens verdeckt. Öfter, nicht meistens. Die war jetzt offen. Danke. Ja, ihr überlegt, ob ihr die Situation verlassen sollt, ja? Ihr seid jetzt in so einer Energie, irgendwie habt ihr auch keine Lust mehr zu warten. Im Inneren sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber irgendwie kommt ihr euch verlassen, versetzt vor. Und das betrifft natürlich auch den Ritter der Kelche, aber ihr habt hier auch in der Energie so damit zu tun, vielleicht sollte ich doch die Erste sein, die einfach den Schritt macht und geht, ja? Auf was soll ich warten? Wie lange will man mich hinhalten, wenn man mir die genauen Angaben für dieses Blocken und diesen Kontaktabbruch einfach nicht mitteilt? Du willst ja einfach nur Gerechtigkeit und eine Aufklärung, nicht im Ungewissen zu bleiben. Alter, Entschuldigung, ich wollte nicht so gossenhaft reden. Ich wollte fragen, denkt derjenige jetzt noch an dich? Das oben war ja das Erste, alles, was mit dem Ersten zu tun hatte. Dein Gegenüber denkt momentan über dich. Du solltest unbedingt aus der Schwere raus. Deine aktuelle Energie ist einfach dominierend, ja? Hier wirklich mal nachdenken, dieses Überschlafen loslassen, was oben war, das wäre so dein Handeln, damit es dir vielleicht besser geht, ja? Je nachdem, wie schwer es dir damit geht. Aber denkt dein Gegenüber noch an dich? Oder wird das auch komplett übermannt, verteufelt, wollte ich sagen, nicht übermannt? Sind heute irgendwie scheiße. Ich weiß, ich darf die nicht beschimpfen, aber die sind so, die liegen heute so schwer in meiner Hand. Es liegt nicht an den Karten. So, was ist denn jetzt hier runtergefallen? Nein. Also die Engelskarte, nein. Soll ich es nicht vorlesen? Träume, Scheinwelten. Man denkt schon ans Schöne, ja, aber man denkt sich auch, vielleicht hat man sich hier selber was vorgemacht bei den Treffen, bei den Anfängen. Das könnte gut mit dem Teufelskreis zu tun gehabt haben, ja. Man möchte hier generell ins Schöne rein, aber das sind ja die Gedanken. Man denkt an dieses Schöne. Erinnerungen könnten es auch darstellen. Man weiß aber durch Teufel und vier der Schwerter, dass es hier schon wieder fast so Illusionen sind, ja. Das weiß dein Gegenüber. Er hat auf jeden Fall schöne Erinnerungen, hat auch vor, irgendwas anzufangen, wenn er könnte. Er kann aber momentan nicht. Er möchte vom Kopf, aber er kann nicht. Er würde gerne losziehen und wieder da weitermachen und da ansetzen. Am besten auch von ganz vorne, aber er kann momentan nicht. Solange wie er da im Kreis, im Teufelskreis festsitzt. Was denkt er noch über dich? Da kommst du. So wie du über ihn gedacht hast, hält er dich in Gedanken. Was für eine schöne, besondere Frau, besonderer Mann, egal ob Mann oder Frau, ja. Immer für Überraschung gut, dieses Geheimnisvolle wahrscheinlich auch, dieses Faszinierende, was du für ihn verkörperst, so bist du in Erinnerung. Also nicht mal nur kurz hier so ein Querschläger als Page, für den du ein Page bist, sondern den man schnell ablösen könnte, ja. Ihm ist es im Gedanken, im Kopf am liebsten wirklich danach zu sagen, lass uns hier wieder rein verschwinden in diese schöne Welt, diese schöne Zeit. Und du liegst komplett in seinem Kopf drin, in Erinnerung.
Ja, aber mit Page der Stäbe, da er kann momentan einfach nicht. Es geht nicht. Da wird dieser Teufelskreis einfach wirklich dazu beigetragen haben, indem er sich selbst vom Gefühl her hinein manövriert hat. Wie denkst du denn jetzt im Kopf her? Die sind so unrund, die Karten heute, so unruhig. Hattet ihr sehr viel Stress währenddessen? Oh, da zeigt sie, was sie kann. Da macht sie einen Flipper. Ihr habt gedacht, ihr seid am Ziel angekommen mit diesemjenigen, ja? Oder ihr habt auch dieses Ziel, diesenjenigen nicht loszulassen vom Gefühl, vom Gedanken her. Eins von beiden. Was denkt ihr noch, wenn ihr an oder du an dein Gegenüber denkst? Oh, hart, hart, hart. Das, was dich so fasziniert hat, ne? Mit seinen weichen und harten Seiten. Du hast ihn kennengelernt mit Königin, der oder sie, den Menschen, dein Gegenüber, ob Mann oder Frau, hast du kennengelernt. Das, was ich alles erzählt hatte, ist Sexy Peel, interessant. Sexy Peel. Peel auf Maske. Sex Appeal. Und im Kopf ist er dir so eingebrannt. Ja, das ist einer, auch diesen Ritter, den du da aktiv fühlst, wo du nicht weißt, sollst du die Situation verlassen, wurdest du verlassen von diesem. Er legt ja oder er liegt oder sie liegt ja wirklich komplett von oben bis unten. Königin der Kelche, Ritter der Kelche und jetzt unten hier nochmal in der Legung, wie du für ihn denkst oder an was du denkst, ja, oder was hier reinkommt. Der bedeutet für dich schon oder sie, warum sage ich halt immer der? Weil hier ein König drauf ist, Mann. Diese Person bedeutet dir wirklich so viel, dass das so dein Ankommen war, ja? Das war so dein Ding. Und du kommst dir manchmal so getäuscht vor. Dir fehlen auch Antworten, ja, sicherlich. Wenn es nicht zur Klärung kam, fehlen einem Antworten. Dafür brauche ich auch keine Karte schmeißen. Aber das ist so das, dieses. Der wär's oder diese Person wär's gewesen. Und es liegt jetzt nun an dir, ob man das deuten könnte. Ich gebe nicht auf mit der Siegeskarte, ja? Irgendwie hast du noch Hoffnung. Du bist momentan, sagst du dir selbst, ich bin wahrscheinlich so lange stark, wie es geht. Ich kämpfe so lange, bis ich zu Ende gekämpft habe für diesen Menschen, aber ich kriege ihn einfach nicht aus dem Kopf. Du kriegst diesen König der Kelche nicht aus dem Kopf und er dich ja auch nicht. Du bist ja hier auch total präsent als Königin der Münzen. Was denkst du dir noch? Du hast das Gefühl, dass du hier nicht ehrlich behandelt wirst von deiner gegenüberliegenden Seite, ja? Du hast hier das Gefühl, dass du hier nicht ehrlich behandelt wirst oder es steht für dich stellvertretend, dass du Aktionen machst, um an ihn ranzukommen, die vielleicht nicht so legal sind. Ja, weil was weiß ich denn? Also, wenn ich unbedingt jemanden möchte und man hat Connection oder Beziehung jetzt demnach, ja? Dann kann man ja schon mal irgendwie, du, ich hab den Namen, kannst du mal gucken. So, ja, bin ja nicht blöd, ja. Also ich bin ja Realist. Ich weiß, was geht und was nicht und wozu man fähig wäre. Also münzt es euch bitte um. Seid ihr derjenige, der hier so ein bisschen überlegt, rumzuforschen, um an die Antworten einfach ranzukommen? Oder habt ihr das Gefühl, irgendwas kann jetzt hier langsam nicht mehr stimmen bei meinem Gegenüber, ja? Weil er befindet sich ja tatsächlich im Teufelskreis. So, was wir jetzt machen. Wir gucken, ob es zu lösen wäre. Ich habe gerade drei verschiedene Fragen im Kopf gehabt. Geht gar nicht gerade. Das war wir. Wir gucken, ob es zu lösen, ob es sich lohnt, zu warten, zu hoffen. Aber bitte nie aufgeben, ja? Ich guck mal bei dir. Lohnt es sich hier zu warten? Ja. Oh nee, die Karten, die sind heute, die machen mich richtig plärre. Die machen mich richtig
richtig bekloppt heute im Kopf. Die liegen so komisch. Könnte eine Schwere werden, ja? Also ich lese es jetzt deutungsweise andersrum. Lohnt es sich zu warten? Ja, wird richtig leicht. Hahaha, was für eine Leichtigkeit. Nee, es könnte sein, dass du hier in eine Schwere kommst oder generell aufgeben nicht deins ist, weil du vielleicht auch ein inneres Kindthema mit dir rumschleppst. Aufgeben, no way. Da siehst du dich gar nicht drin, ja? Das triggert dich vielleicht. Da hast du Verlustängste. Lieber begibst du dich hier in so eine Schwere. Es kann wirklich sehr schwer werden. Und da bitte ich immer die Person, sich nicht zu verlieren in so einem Prozess. Gebt euch einfach eine Zeit, ja? Und meistens schiebt ihr die Energie von euch auf den anderen dann automatisch zu. Wenn es euch dann besser geht, kommen auf einmal die anderen wieder zurückgeschissen. Aber dann müsst ihr nicht mehr leiden. Aber es wird ein harter Weg. Lohnt es sich für den anderen hier? Was macht er aus seinem Teufelskreis-Dingens? Was seht ihr das? Wie unrund die laufen? Vielleicht merkt ihr auch, dass ich selber so nervös gerade bin. Das ist hier so die Energie, ja. Diese, nicht Hokuspokus, ich will gar nicht reden wie eine Hexe oder dass ich was kann. Aber ich merke, ich werde so hippelig. Oh, da fällt sie schon raus. Ich werde hippelig bei diesem Thema. Irgendwas stört hier. Page der Schwerter. Lohnt es sich zu warten oder weiterzumachen hier, ja? Man hat hier also hier macht man nichts, aber man hat schon vor, man guckt sich das, es kommt immer mal wieder rein, sagen wir es mal so, man möchte hier mit dir nochmal von Anfang an über die ganzen Dinge sprechen. Auch hier fängt man aber irgendwie transformationsmäßig neu an. Also ich habe das Gefühl, dein Gegenüber muss sich jetzt erstmal wirklich aus so einem Teufelskreis befreien, weil er ja hier oben schon als Page der Stäbe im Kopf gerne würde. Der ist so klein gehalten. Der fängt dir nochmal neu an, ja? Und würde dann am liebsten mit dir anfangen, Gespräche zu suchen. Hat eventuell auch Probleme dabei, dir das irgendwie so ein bisschen zu übermitteln. Oder wenn er dir das sagen würde, hätte man Angst, wie soll man dir das mitteilen? Das könnte auch sein. Lohnt es sich bei dir mit der Schwere? Was können wir dir da noch mitgeben? Guckt euch das doch an, ey. Das ist doch störrisch hier. Wer von euch beiden war denn so störrisch und stur? Hier ist doch einer richtig. Ja, ist sehr, sehr schwer, ja? Du kümmere dich mal bitte um dein Leben, um deine Sache. Konzentrier dich so gut es geht auf deine Aktion. Das wird eine harte Strafe sogar noch werden, wenn du hier ziemlich lange wartest. Das kann am Ende des Tages auch so unglücklich ausgehen, dass du hier nie, dass du zu viel Kraft hier reinbutterst, ja? Die Schwere, die ist einfach ein bisschen too much schwer. Es könnten hier auch Sachen rauskommen, die dich wirklich, aua, die dich wirklich hinten raus so ein bisschen erstechen von hinten, wo du dir wirklich vorkommst, so. Für was habe ich denn hier gewartet, um das zu erfahren? Und du fühlst dich dann letzten Endes wirklich kraftlos, ja? So richtig von hinten hintergangen, sagen wir es mal so, eindeutiger für die Karte geht's gar nicht, obwohl du sehr viel investiert hast. Vielleicht ist hier auch so ein Charme vorhanden, wenn du das alles erfahren würdest, fühlst du dich hintergangen und hier fühlt man sich so wie, oh Scheiße, wollte ich nicht, tut mir leid, ich hab's unglücklich ausgedrückt. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, ich will, aber was habe ich getan? Obwohl man dich ja wirklich auch hier in Gedanken behält und sieht und interessant fand, findet. Aber man muss hier erstmal sich selbst befreien. Nützt ja alles nichts. Wenn du frei bist, dann warte nicht auf jemanden, der noch gefangen ist. Oftmals sehr, sehr schwer, was dir hier auch angezeigt wird. Lohnt es sich für dein Gegenüber? Sieht er es so, dass er das überhaupt probieren will oder überhaupt mal daran Gedanken verschwendet hat? Ja, hat er. Du bist hier nicht weg vom Pfad, ja? Hat er. Der würde sogar neu anfangen, mit dir zu sprechen, auch wenn es da vielleicht Sachen gibt, die unschön zu hören sind.
nach deiner Wartezeit oder nach diesem Ungewissen, du kannst ja mit nichts arbeiten, wann was kommt oder wann derjenige auf dich zukommt. Aber hier lohnt es sich für die Liebe, für die Zweisamkeit, Bindung, ja, Zusammenführung. Lohnt es sich bei dir? Was kann da noch kommen? Außer Schwere und ein Gefühl von hintergangen werden. Auf was musst du achten oder dich darauf einstellen? Hier kommen bestimmt wirklich Themen aus seinem Teufelskreis raus, die dich. Naja, Liebeskummer wirst du jetzt schon spüren oder hast du schon gespürt? Ein Schmerz der Demütigung, ja? Absolut volle Kanne Demütigung und schon fast so, Mann, bin ich mal wieder bescheuert gewesen, so. Was tue ich? Warum tue ich immer alles? Warum butter ich immer so viel rein? Warum investiere ich so viel? Oh, die Bindung wollte von meinem Arm gerade nicht weg, die hat geklebt. Wir gucken mal bei ihm. Warum lohnt es sich für ihn, dass du wartest oder dranbleibst, dranbleiben würdest? Das entscheidest natürlich du. Ich sag dir nur, er hat dir irgendwas mitzuteilen als Page der Schwerter. Wann das passiert, weiß ich nicht, aber die Verbindung ist einfach sein Hoffen. Auch schon fast wie so ein Bitte warte, geh nicht, bleib, ja. Aber das kannst du ja keinem antun. Sag ich jetzt mal so kneifrig. Ja, man hat hier Verlustangst. Man hat hier Angst, dich zu verlieren. Ich frag auf Hoffen, ja, ob es sich lohnt. Nicht, ob was anderes wegkrachen könnte oben. Teufelskreis wäre dann meine Sache auch wieder. Hier muss man was zusammenhalten. Hier, er hofft. Warum hofft er? Weil er dich einfach nicht verlieren möchte in der Dreierkonstellation, die ich euch auch für euch hochhalte. Danach mache ich mal Schluss, weil das zu viel ist. Die Energie muss ja jetzt erstmal hier aufgelöst, abgearbeitet werden, seine Richtung bekommen in der Realität. Und das ist hier seins. Ja, der hat Angst, dass er dich verliert, tatsächlich. Also ich sehe die, empfinde und fühle die Karte wirklich. Er will dir was aussprechen, was noch nicht gefallen ist und du dich dann, obwohl es vielleicht negativ werden könnte für dich, was du nicht verkraften würdest, könntest, dir vielleicht schon gedacht hast, geahnt hast, so ausgehen, ja? Deswegen lasse ich mal, ich überlege gerade, was jetzt besser wäre. Ich nehme mal die Lenormand-Karten und lege mal, kann ja nochmal lege mal sagen, diesen Liebeskummer hier. Was könnte dich da so aus der Bahn werfen? Ja, 80 Karten, danke. Und dann stecke ich sie auch noch verkehrt rum rein. Na toll gemacht. Ich glaube, die Karten, die sind halt irgendwie alle ein bisschen. Na, ich schimpf mal nicht so doll drauf. Was könnte dein Liebeskummer hier so schwer machen? Liebeskummer ist schwer, keine Frage, aber was ist es, was sich letztendlich hier sehr schwer mitnimmt, ja? Möchte ich mal klären. Irgendwel, also hier liegt dein Gegenüber, also Mann oder Frau, ja? Das ist schon eine Information, wobei, wartet mal, das kann natürlich auch von einer Drittperson kommen, die mit deinem Gegenüber hier was zu tun hat. Denn hier ist so ein unruhiges Gespräch mit Wolken. Also viel schlauer sind wir jetzt auch nicht. Du bekommst hier eine Nachricht rein. Es könnte über eine zweite Person handeln, ob Mann oder Frau von deiner gegenüberliegenden Seite, ja, die das betrifft, die jetzt in der Bindung oder irgendwie mit drin steckt in der Dreierkonstellation, die hier mit den Vögelchen wirklich. Das Gespräch wurde dir zugesandt, wird vielleicht aufgeklärt, weil hier der Herr so ein bisschen Schiss hatte, dir das zu erklären, zu sagen. Vielleicht kommst du selber auf die Schliche, vielleicht ist sie die Informantin oder er stellvertretend. Es ist einfach sehr düster, ja. Die Seite zeigt auch noch zu diesem unruhigen Verhaltensmuster, was hier einfach auf dich zutrifft, was jetzt auch erklärt, warum du dann letztendlich vielleicht auch gar nicht belohnt wirst für dein Warten, weil du dich hier so
hintergangen fühlst, das, was ich hier gesagt habe. Es ist hier erstmal bitter, ja. Natürlich, Wolken ziehen weg, man kann alles klären, dass deine Grenzen entscheidest du. Aber hier kommt ein Gespräch über eine Drittperson, in welcher Konstellation jetzt auch immer, die hier bei deinem Gegenüber mit drin hängt, ja. Das ist hier so zu viel auf einmal, zu viel wirres Gezwitscher tatsächlich, mit dem du erstmal klarkommen musst. Du überlegst sie hier wahrscheinlich auch deswegen oben über Schlafen, Loslassen. Du steckst irgendwann oder demnächst oder bist schon durch. Dann war die Legung natürlich jetzt absolut umsonst. Ob du das durchziehst, ja, diesen Prozess, ob du da nochmal die Vögel wirklich zwitschern hören möchtest und wartest, bis wirklich die hellen Wolken kommen, das sind deine Grenzen. Die siehst du bei dir. Wir gucken jetzt mal dieser Page, was er dir zu sagen hat. Oder wie er das machen wollen würde. Wann würde er dir das, also wie? Da ist er. Oh, ziemlich schnell, hart, kurz, knackig rausgesendet, ja, einfach mal, einfach so quer drüber. Ohne groß angekündigt wie ein Page, nicht zu wissen wie, sondern das kann sein, dass es knallhart hier aus einer Nachricht zu erfahren ist, aus dem Mund gesendet wird. Da wird nicht lange gefackelt, wenn man dir das übermittelt. Das ist eigentlich auch das, so wie du ihn siehst, der tough, ja. Der hat aber trotzdem Angst, sich zu verlieren, hofft für eine Bindung und dafür weiß hier jemand, mit so einem Page-Aktionsmodus kommt man hier nicht vorwärts. Man muss hier radikal, muss man einen kurzen Prozess machen, ja. Hier will jemand schon, dass das rauskommt, dass das wirklich erstmal, solltet ihr nochmal neu starten von vorne, dann weiß hier jemand, so kann er hier nicht kommen. Bringt nichts, ja. Hat er vor, aber bringt nichts. Hier muss man wirklich von vorne anfangen und einmal quer drüber säbeln, damit alles draußen ist, was dein Gegenüber aus dem Teufelskreis nochmal mit reinbringen könnte, ja? So wäre das für ihn das Beste. Verlust. Wo ist denn die Karte jetzt hin? Ah, haben wir den Park. Ja, es kann sein, dass ihr euch öffentlich jetzt nochmal in ferner Zukunft seht. Ja, das ist so in seinem Sinne. Jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Wohnung, auch nicht bei dir zu Hause, sondern eher draußen, dass ihr zusammen irgendwie einen schönen Tag verbringt. Wirklich Parkanlagen könnte nahezu hinkommen. Auf jeden Fall draußen, wo die Stimmung locker ist, ja, wo man das Schöne verbinden kann. Wir werden mal die Verbindung klären. Warum spürt er bei dir so eine Verbindung? Nicht, dass da irgendwas, guckt euch das an, nicht, dass da auch die Illusion mit seiner Scheinwelt kommt, wie er vorhin hier hatte. Das ist aber viel, meine Güte. So schnell wie möglich. Stellvertreten kannst, naja, das würde jetzt nicht passen. Er ist das, ja. Er will stellvertretend jetzt gegenüber denken. Nee, bitte nicht. Er möchte hier wirklich vorwärts und das so dermaßen schnell, wie es nur geht, ja. Wird wahrscheinlich seine Linie dann auch gar nicht mehr verlassen. Das ist so, wie wenn er wirklich seine Runden dreht und man ihn auch nicht mehr erreicht. Er will hier irgendwas übersenden und da ist er sich ziemlich sicher, dass er das überbringen wird, ja, weil ihm die Bindung mit dir einfach zu wichtig ist. Der will das raussenden, egal ob man hier ein Nein von dir kassiert oder nicht. Damit geht er in Kauf. Und hier ist so eine Hinterlist. Er weiß, er hat nicht ehrlich agiert, ja, das weiß er. Die vier Karten sind zusammen. Er will das ja einfach schnell wieder gut machen und dir das überbringen. Ganz klare Sache. Er sieht sich von außen so, hat sich hier reflektiert. Und will hier wirklich mit der Sense da einmal rüberknebeln. Wird ein Akt, er weiß, dass es schwer für ihn wird, sich als Fuchs zu outen. In dem Falle ist er wirklich hier der Fuchs. Auch nicht irgendwie eine dritte Person Fuchs, sondern er in diesem Teufelskreis hat nicht ordentlich oder ehrlich von vornherein gehandelt, weil er wahrscheinlich nicht wusste, auf was er sich bei dir einlässt, ja. Aber sein Verhalten geht schon, er weiß schon, was er möchte, radikal hier
alles entfernen, sich freimachen von jeglicher Hinterlist, ja. So wie du dich gefühlt hast, letztendlich sieht er sich selber oder fühlt sich auch. Dem ist das bewusst, dass er hier nicht mit ordentlichen offenen Karten gespielt hat und hat hier auch eine Menge gut zu machen, weil du wirklich hier außerordentlich geknickt liegst. Es liegt aber an dir, erinnere dich bitte an die Engelchenkarten, ob du diesen ganzen Prozess mitmachen würdest oder nicht, ja. Es besteht ja immer noch die Gefahr, oder ich kann ja nicht so weit gucken oder treffe ja auch nicht hundertprozentig das Ding, sondern man muss auch gucken, nicht, dass du nur so ein Ablöseprozess wirst, ja, dass man hier aus dem Teufelskreis erstmal rausgeht, wenn man verlassen wird. Gibt ja auch so eine Menschen, die haben keinen Bock zu gehen. Denen ist es zu anstrengend und werden dann sitzen gelassen. Nicht, dass du dann so eine Type hast, die dann auf einmal zu dir kommt und sich dann sagt, so, Mensch, jetzt können wir uns aber eigentlich mal frei machen. Habe ja eh schon alles verloren. Jetzt sagen wir demjenigen auch noch die Wahrheit. Aber vom Impuls, vom Gefühl her ist es eine Person, die es nicht so mit Absicht gemacht hat, ja? Hier war jemand, dem ist nicht bewusst gewesen, dass es was Ernstes mit dir werden könnte. Da hatte man sich wahrscheinlich nicht so im Griff, wie man dachte. Man brauchte aber auch von diesem Teufelskreis oder von dieser Zweitperson, die da dran hing im Leben, Freiraum. Ja, vielleicht wurde man auch dahin gedrängt, vielleicht suchte zuerst dein Gegenüber Aufmerksamkeit, weil man die ganze Zeit irgendwie niedergemacht wurde oder. Ja, ich kann auf dich verzichten. Dann sucht man sich natürlich als normaler Mensch irgendwo anders seine Aufmerksamkeit. Ne? Aber deinem Gegenüber war nicht bewusst, dass du ihn so catcht oder andersrum die Person. Ja, dass du wirklich so in Erinnerung bleibst und auch dieses Geheimnisvolle. Er weiß im Endeffekt immer noch nicht alles über dich. Du kamst ihm ja sehr Eremit groß, ja, in allem auch groß. Er für dich in allem. Sehr bewundernswert, sehr einzigartig aus dem Rahmen fallend, faszinierend, ja, dem bist du verfallen, deinem Gegenüber, ob Mann oder Frau. Nur wartest du, das ist jetzt so deine Energie, so wird der Prozess eingeläutet werden, wie viel Kraft hast du noch und dass es auch da ehrlich vonstatten läuft, ne? Habe ich hier irgendwie noch Karten verteilt auf dem Boden? Nein, meine Lieben, ich glaube nicht. Nee, schön kurz gehalten. Na, ich habe doch nur Macke, ey. Ich dachte, ich bin bei 30 Minuten. Ja, gut. Könnt ihr mir mal bitte reinschreiben, ihr Lieben? Das wäre sehr toll, weil dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, obwohl ich es nicht habe, weil ihr wisst, solange wie was kommt, muss es raus und umso genauer wird. Aber. Soll ich die Videos mir auf eine bestimmte Zahl kürzen? Es wäre nett, wenn ihr mir da irgendwie so eine Angabe schicken könntet, was für euch angenehm ist, weil ich weiß, eine Stunde hat auch nicht jeder am Tag Zeit. Das ist mir ganz klar. Ja, ihr habt alle ein Leben. Ob man das eher auf so 20 Minuten macht oder ob 30 Minuten okay sind, dann würde ich nach der Mehrheit natürlich gehen. Das ist ja am fairsten, als die Minderheit zu nehmen. Ist Scherzkeks. Aber das wäre lieb. Damit würdet ihr mir ihr euch einen großen Gefallen tun. Mir aber auch, dass ich dann für mich aus dann sage, ich nehme nur zwei Kartendecks, anstatt hier überall so mich zu bedienen vom Impuls her. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Freundliche Gesicht kennt ihr, ne?